Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobanka. Weiter geht's mit Erikso, der zweiten der Exerziermeisterin im Kampf gegen Persien und kurz vor einer siegreichen Beendigung, würde ich sagen. Wir sind im Jahr 182, wir haben bald die sechste Kathedrale und damit den Ambitionssieg sicher. Wir wollen aber natürlich unser Land hier gut hinterlassen. Wir haben ein paar Sachen, ich wundere mich gerade, dass hier noch eine Sache Orestes verbessern ist, denn wir haben einen großen Teil des Zuges schon gemacht. Scheinbar habe ich das vergessen zu tun. Unser Schwager und Botschafter kann einen Punkt bekommen. Ich würde sagen, plus zwei Kultur für alle Städte ist eine gute Sache und Weisheit ist sowieso was, was wir über die gesamte Zeit irgendwie hochgehalten haben. So, Ninive braucht noch einen neuen Bauauftrag. Da schauen wir uns nochmal auch was. Ich habe hier schon mal in die Bauliste der Städte reingeschaut. Wir sind jetzt insgesamt doch sehr zivil geworden. Sparta und Pella ist noch dabei, aber ich finde das gar nicht schlecht so. Und wir holen uns aber noch einen Steinhauer, da wir ja noch Weltwunder bauen wollen. Und übrigens, danke für den Hinweis. Ja, ich weiß, wir können uns natürlich auch einfach Stein noch kaufen, um diese Weltwunder zu bauen. Das könnten wir theoretisch wirklich auch damit machen. Wir können nochmal schauen, wie viel wir nochmal brauchen. 1350. Wir würden jetzt hier ohne Probleme, naja, dreimal, dann kostet uns das schon ein bisschen was, aber wir könnten es uns leisten. Das stimmt. Und vielleicht machen wir das einfach auch, damit wir das noch miterleben, weil ich glaube, das Ganze braucht immerhin 16 Jahre, dann ist das Spiel quasi schon vorbei. Also los. Kaufen wir uns 100, 200, 300, 400 mal Stein. Wir können ja trotzdem die Steinproduktion deutlich erhöhen, weil zwei Sachen schaffen wir jetzt nicht. Und dann können wir nochmal gucken, ob dieser gute Mann hier, der den Steinbruch gerade fertiggestellt hat, ob der jetzt entweder die Hagia Sophia oder das Pantheon baut. Wir brauchen für beides eine Stadt mit der Kultur legendär. Das sollte aber in Halikarnassos und Pella der Fall sein. Ich gucke jetzt auch nochmal hier rein, aber es sollte eigentlich so sein. Pella und Sparta ist es. Aber Halikarnassos auch. Genau. Halikarnassos ist sogar auf legendär Stufe 2. Also in Sparta wäre es eigentlich ja noch schöner. Ich glaube, da haben wir noch nicht so viele Weltwunder gebaut. Hier steht auch einer direkt. Aber das geht nicht. Ah, wir brauchen dafür eine heilige Stadt. Religion ist beliebig. Naja gut, dann müssen wir, ich glaube, Halikarnassos ist die... Moment. Pella müsste doch die heilige Stadt des Judentums sein, jawohl. Und hier ist es die heilige Stadt des Christentums. Also, sollte eigentlich beides funktionieren. Wo ist unser freier Bauarbeiter? Hier haben wir keinen mehr, also müssen wir den aus Ninive rüberziehen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch genug Punkte habe. Ich wollte nämlich noch was machen mit dem Meister hier unten, mit dem Streitwagen, obwohl der kann uns auch egal sein. So, Pantheon plus 10 plus 6, Hagia Sophia minus 2 Unruhe nochmal. Ich glaube, das Pantheon passt irgendwie mir jetzt besser hier nach Griechenland. Wenn wir das hier hinstellen, das müsste auch ein schöner Ort sein. Plus 10 bekommt es sogar, wenn wir das hier hinstellen. Aber ich finde, hier so auf den nördlichsten Hügel, ah, da müssten wir extra was ausgeben. Aber gut, das geben wir, würden wir jetzt auch noch ausgeben. Ein bisschen außerhalb der Stadt. Oder dürfen wir dahin? Ja, wir müssten hier, das ist doch auch schön. Jetzt verbrauche ich meine ganzen... Ups, jetzt habe ich schon gemacht. Meine ganzen Punkte dafür, wenn ich das jetzt mache, im Eilmarsch da noch hinzurennen. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, aber wir behalten das mal, dass wir hier vielleicht das Pantheon hinstellen. Das ist dann für Pella zwar, aber ist auch okay. Ist ja auch unsere Hauptstadt. So, wir haben nämlich hier noch den Kataphrakten und der kann jetzt zwei Dinge tun. Zum einen habe ich natürlich verpeilt, hier auf Gabae noch eine Einheit draufzustellen, damit die Eroberung weitergeht. Die ist nämlich jetzt pausiert. Das könnten wir mit unserem Pferd machen.
Oder aber wir bekämpfen diesen Streitwagen hier unten noch. Und theoretisch hatte ich gesehen, mit ein bisschen Eilmarsch kommen wir da auch noch hin und können den auch noch mit den Bogenschützen dann wirklich komplett umhauen. Aber ich glaube, das geht jetzt schon gar nicht mehr, weil wir jetzt schon Punkte dafür benutzt haben. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich lasse den Streitwagen mal Streitwagen sein. Diese Babylonier kümmern mich überhaupt nicht. Und ich stelle mich mit dem Reiter auf die Stadt Gabae, damit wir hier die Eroberung weiter fortführen. Und gebe die Punkte lieber dafür aus. Einen Baumeister in Eilmarsch zu versetzen, haben wir auch noch nicht gemacht. Dass wir uns hier ein Parthenon an den Hafen bauen. Oder an die Küste. Griechenland hat mit dem Bau der Erweiterung Parthenon begonnen. Erweiterung würde ich das jetzt nicht nennen, das klingt so läppisch. Es ist ein Wunder. So, hier unten Polyxena, die Soldatin, genau, die haben wir neu im Rat seit dieser Runde, die 25-jährige Fanatikerin. Aber ansonsten sind wir hier, glaube ich, fertig. Den guten Mann haben wir hier reingestellt. Wir könnten nochmal schauen, ob wir hier noch, aber wir haben nur uns selbst als mögliche Anführerin dieser Einheit. Da müssen wir einfach gucken, was da passiert, ob die zu uns kommen oder nicht. Dann werden wir die letzten Punkte noch für einen Baumeister hier verwenden. Und vielleicht ein Gerichtsgebäude bauen. Ich meine, dass uns das ohnehin... Moment, jetzt gibt er uns hier einen Markt. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... Achso, das geht gar nicht. Warum nicht? Weil wir keinen Stein mehr haben. Stimmt, wir haben jetzt quasi gar nichts mehr an Steinen. Könnten wir jetzt auch wieder kaufen, aber das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Na gut, dann schauen wir nochmal auf Proftasia, was die vielleicht noch brauchen können. Aber grundsätzlich, naja, sie bräuchten halt weniger Unruhe. Stein und Eisen können sie auch gebrauchen, aber das können wir uns, glaube ich, jetzt gerade beides nicht mehr leisten. Doch, eine Mine könnten wir bauen. Dann machen wir doch eine Mine. Hier auf den Hügeln. Haben wir immer noch 3 Punkte. Die Jungs könnten wir theoretisch noch befördern. Der hat gerade ein Gerichtsgebäude fertiggestellt. Die Bibliothek braucht 80, können wir uns auch nicht leisten. Ein Schrein der Athene braucht 40, können wir uns auch nicht leisten. Lasst uns doch noch einen Steinbruch machen. Wir sind gerade so dabei. So. Dann haben wir nur noch einen Punkt und dann ist das auch gut. Ah, der, haben wir den schon bewegt? Nein, den haben wir noch nicht bewegt. Den können wir ja mal zur Unterstützung hier mit reinbringen. Diese Dromone, vielleicht kann die sich dann gegen andere hier noch erwehren. Gut, dann beenden wir das Jahr und schauen uns an, ob Persien nochmal eine Gruppe zu uns schickt zum Abschlachten durch unsere Kataphrakte. Also diese Pferde, wirklich diese eine Option, diese vernichtend Geschichte ist wirklich ganz großartig. Wenn man da ein bisschen klug agiert, kann man ganze Gruppen wirklich sehr viel leichter ausschalten. Und ja, also ich meine, der Krieg gegen Babylonien, dass die uns jetzt nochmal den Krieg erklärt haben, ist natürlich wirklich albern. Oder beziehungsweise sie haben uns angedroht, irgendwas machen zu wollen. Was ja genauso albern ist gegen unser großartiges Reich hier. Und die Perser ziehen sich tatsächlich eher zurück. Sie bleiben in ihren Städten. Sie trauen sich jetzt nicht, einen Gegenangriff zu machen. Das finde ich ganz gut und doch dem ganzen Geschehen angemessen. Plünderer haben wir. Eifrige Bürger aus Ninive möchten ihren Beitrag leisten und in der Wildnis nach Nahrung suchen. Weil wir jetzt legendär 1 sind in Ninive. Ach, das wäre auch eine schöne Stelle für ein Wunder gewesen. Aber gut, habe ich nicht dran gedacht, dass die schon so kurz davor sind. Ihr werdet momentan nicht benötigt. Ja, wie sieht es denn da gerade aus? Unzufriedenheit ist auf -7 und wir sind auf Stufe 2. Also das wäre auch, ich finde es auch irgendwie... Nein, ich wollte doch die Plünderer erstmal machen. So, ich finde es auch irgendwie, wenn Leute das schon, eifrige Bürger schon kommen und was anbieten, dann sollte man das auch annehmen. Also wir danken für eure Unterstützung, auch wenn die Lager voll sind.
Bildungszentren. Die Gemeinschaft der Manichäer in Pella hat sich in der örtlichen Bibliothek versammelt, um uralte Schriften zu studieren und diese im Lichte der Lehren ihrer Religion zu diskutieren. Die Bibliothek entwickelt sich zu einem wichtigen Bildungszentrum des Manichäismus und für Pella als Ganzes. Das ist jetzt legendär 2 in Pella. Wir sind wirklich kulturell, geht's gerade richtig nach oben. Sie sollten weiter diskutieren und daraus lernen. Dann bekommen wir einen Philosophen. Sie sollten öffentliche Seminare abhalten. Kriegen wir nochmal Kultur. Oder Halikarnassos könnte derartige Weisheit gebrauchen. Dann verbreitet sich der Manichäismus nach Halikarnassos. Wir haben, glaube ich, gerade mit dem Manichäismus jetzt nicht das beste Verhältnis. Grundsätzlich, das Ganze kommt aus Teveste, das ist ein karthagischer Ort. Also grundsätzlich kriegen wir Boni ja durch mehrere Religionen in einer Stadt. Insofern könnte man das schon machen. Ich finde weitere Kultur. Wir wollen Pella zur Hauptstadt machen. Öffentliche Seminare, die sollen sich da gerne ausbreiten und ein bisschen den Leuten erzählen, was es alles gibt. Wir sind da sehr offen. Philosophische Studien. Nun, da Herzogin Archidamia ihre philosophischen Studien abgeschlossen hat, wie soll sie zu den Geschehnissen am Hof beitragen? Als Strategin, eine tapfere und kluge Militärtaktikerin oder als Fanatikerin, eine überzeugende, leidenschaftliche Gläubige? Archidamia, was hast du? Du bist romantisch und gebildet. Das passt jetzt beides nicht so richtig, ne? Weisheit und Charisma. Also da ist der Mut nicht dabei. Also eigentlich müssten wir sie zu Gläubigen machen, aber ja, das gibt dann +4 für den Mut. Ah, vielleicht hat sie doch Mut irgendwie. Habe ich das jetzt ausgewählt? Ich wollte sie nur angucken. Ich weiß nicht, was ich jetzt ausgewählt habe. Irgendwas habe ich ausgewählt? Nein. Gut. Dann zeig sie mir nochmal, wenn es irgendwie geht. 0-0, da ist nix. Ja, also dann ist jetzt wirklich eine Rollenspielentscheidung. Ich würde sie sonst zur Strategin machen. Ich glaube, das ist insgesamt der bessere Bonus. Und irgendwie gefällt mir das nicht, dass hier +4 Mut dazu kommt. Als Fanatikerin. Das gibt einen super Bonus, wenn wir sie als Anführerin rausbringen. Das hatten wir schon mal gesehen. Die Einheit kann dann nicht mit weniger als einem Trefferpunkt sterben. Ich mache sie jetzt zur Militärtaktikerin. Das macht beides jetzt, war es beides nicht so ganz passend, fand ich. So, hier könnten wir ein christliches Kloster bauen. Wir haben hier schon einen Tempel. Die Kathedrale geht noch nicht, weil wir hier noch keine starke Kultur haben. Aber das soll erstmal Zukunftsmusik sein. Der Streitwagen, der ist hier einfach stehen geblieben. Der Gemahl der Prinzessin hat sich gedacht, es ist vielleicht ganz gut, wenn wir einfach hier kampieren und nicht in den Krieg eingreifen. Auch okay für mich. So, hier oben ist auch nichts passiert. 2 Jahre noch. Jetzt können wir gucken, ob wir mit allen Schiffen diese Dromone angreifen könnten. Und ob wir uns hier weiter bewegen. Wir haben eine ganze Reihe von Armeebewegungen Richtung Parsa gesehen. Das heißt, es wäre vielleicht nicht das Dümmste, an dieser Stelle sich in Gabae für die 2 Jahre zu verschanzen, um dann zu heilen. Und wir haben es auch nicht so eilig eigentlich. Den Onagar möchte ich gerne weiterschicken. Und wir werden uns jetzt auch um den, weil der kann ja nicht in unserer Gegend hier so stehen bleiben. Wir werden uns um den schon kümmern. Ja. Ich hatte gehofft, das reicht. Das reicht leider nicht. Wir haben hier hinten noch einen langen Bogenschützen. Wir können aber auch mit dem Pferd nochmal rüberziehen. Ich bringe ihn jetzt um mit dem Pferd hier. Erikso wurde zur Tapferin. So. Haben wir das auch geregelt. Wir ziehen hier trotzdem weiter. Diese Bogenschützen kriegen eine freie Beförderung und werden von Bäumen aus, Spurenleser. Also da wir gerade keine Speer haben,
ist es vielleicht gar nicht schlecht, eine Truppe zum Spurenleser zu machen, die mehr aufdeckt. Und dann schicke ich die mal hier nach vorne. Und dann sehen wir auch gleich ein bisschen mehr. Schaut mal, die Perser bilden schon Siedler aus. Wo wollt ihr denn noch siedeln? Haben wir hier noch Stadtplätze oder wollt ihr jetzt in die nördlichen Länder abhauen und hier oben siedeln? Das kann natürlich auch sein. Na gut, also kein direkter Angriff, oder? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht gehen wir auch einfach schon mal nach Parsa. Ich sehe hier niemanden. Teredon ist sogar... Ist das die Hauptstadt? Ist... Welches ist eigentlich eure Hauptstadt, liebe Perser? Woran sehe ich das eigentlich? Verbunden mit der Hauptstadt, verbunden mit der Hauptstadt. Verbunden sind sie alle. Teredon, Gordion. Sehe ich das in Pella? Wartet mal. Das muss doch hier irgendwo stehen. Aber es ist keins dieser Zeichen. Ne? Statthalter, Dings, Dings, Dings. Das sind alles die Religionen. Weiß ich jetzt nicht genau. Oder ist es das... Sieht das Zeichen... Ach so, diese Krone müsste es sein. Ah, dann ist wirklich Parsa... Das ist die Hauptstadt. Ja, dann können wir eigentlich nicht warten. Kommen wir mit allen da ran? Nee, natürlich nicht. Mit den Ballisten kommen wir bei weitem nicht so weit und mit den anderen leider auch nicht. Wir könnten mit den ganzen Nahkämpfern da jetzt reingehen und die 1-2 Punkte machen. Das ist ein bisschen doch verlockend, muss ich gestehen. Weil ansonsten müssten wir 3 Jahre warten. 3 Jahre. Ich glaube, ich muss da schon mal ran. Die Hauptstadt jetzt einzunehmen, ist einfach zu verlockend. Auch die Pferde. Jetzt finden wir sie auf der anderen Seite. Hier ist ja, da ist einiges hingelaufen. Da müsste man jetzt doch ein bisschen vorsichtig sein vielleicht. Hier haben wir nachgezogen. Irgendjemand muss auch in Gabae bleiben. Da müssen wir uns jetzt nochmal einen auspicken. Oder kommst du dahin? Ja. Dann gehst du mal rein nach Gabae. Wir bewegen uns hier weiter nach vorne. Ich möchte irgendwie nicht die privaten Leute hier angreifen. Die können nicht mehr. Die können auch nicht mehr, aber ihr könnt noch. Naja. Ich will die Baumeister nicht umbringen. Ich weiß nicht. So, die haben sich bewegt. Der hat sich auch bewegt. Hier ist noch eine Karawane. Ihr könnt noch ein Stück nach vorne kommen. So, da haben wir schon mal ganz schön viel bewegt. Jetzt 2 Jahre bis zur Eroberung da. Ich frage mich, ob die hier reinkommen oder nicht. Ob hier noch irgendjemand was machen und schaffen will. Aber solange sie sich ruhig verhalten, ich denke, sie werden sich, wenn, dann jetzt um die Hauptstadt kümmern. Habe ich jetzt hier alles bewegt? Ihr seid noch da. Ja, komm. Da sind Reiter, die sich heilen. Ja, die Reiter sind... das könnte eng werden hier. Haben wir da noch jemanden, der... Polyxena, die Soldatin. Die ist auch Fanatikerin. Und das heißt, sie müssen das Pferd nochmal extra runterbringen auf 1. Sammelt dann auch mehr XP durch Kampf und hat noch 27 mehr. Das hätten wir mal vorher. Achso, jetzt können wir jetzt nicht mehr nach dem ganzen, nach der ganzen Aktion. Schade. Aber gut, das wäre noch was, was wir machen könnten. Und ihr bleibt schön da, damit die Belagerung weitergeht. Okay, gut. Haben wir das? Haben wir dies? Haben wir das? Gehen wir nochmal nach oben. Überlegen mit den Reitern nochmal. Ich könnte mir vorstellen, oh, das ist aber ein bisschen schön, ne? Kommt ein Bogenschütze
bis rein nach Carmagna. Leider reicht das mit den Reitern nicht mit einer Runde, sondern einen halben Punkt. Ein halber Punkt fehlt uns. Aber ich glaube, ich würde das mal machen. Ja, ich hatte gerade kurz Schiss, dass hier alles Mögliche steht, aber es steht nur... Was? Nein! Ach so, deswegen! Verdammt! Da hätte ich natürlich erst mit dem Pferd angreifen müssen. Das liegt natürlich an dem General, der auch ein Fanatiker ist. Ach Mann! Sowas Blödes. Na gut, ihr müsst auf jeden Fall nach Carmagna, damit die Eroberung weitergeht. Dann haben wir uns jetzt wieder... Jetzt habe ich es gerade erklärt, wie es funktioniert mit der Fanatikerin und dann mache ich es wieder falsch. Na gut, noch zwei Punkte, das ist nicht viel. Wir schicken unsere andere Truppe rein nach Malidia, und jetzt durch den Umweg haben wir auch schon keine Punkte mehr. Also gut. Dann haben wir eine Produktion für Proftasia, die haben ein Archiv abgeschlossen. Wir bauen den gerade noch was Schönes. Ich denke, dass wir, naja, ein paar Fische für die Stadt. Oder bringt uns das mit dem Graben? Ja, das bringt uns nochmal die Unruhe runter, wenn wir da das Ganze verteidigen. Vielleicht sollten wir dann da auch im Anschluss noch einen Rekruten ausbilden, auch wenn der 7 Runden braucht, damit die sich da ein bisschen sicherer fühlen. Gut, Herzogin Akidamia ist erwachsen geworden. Die ist 18 jetzt. Die leutselige, romantische, dass die in so einen Kriegszeiten leutselig und romantisch wird. Ich weiß nicht, ob das für unseren Hof spricht, dass wir den so abgeschottet haben von diesen ganzen Gräueln um uns herum. Aber gut. So ist eigentlich jetzt bald, ist die Kathedrale auch schon fertig, ne? Wo ist sie im Bau? Hier, 2 Jahre noch. Also jetzt gleich nur noch eins, glaube ich. So, was macht ihr, Leute? Da kommen die Perser. Mit den Reitern, wie angedacht und wie erwartet, sagen wir mal. Von allen Seiten und hauen unseren Schwertkämpfer tatsächlich um. Dürfen jetzt auch nochmal aufs Pferd drauf. Und der hat sich jetzt auch noch zurückgezogen da. Also ein bisschen albern, aber es war gar nicht so schlecht, die beiden Einheiten hier nach unten zu ziehen, weil hier passiert jetzt bestimmt noch was, wobei sie hier relativ defensiv trotzdem bleiben. Erückso, die Exerziermeisterin, war sie doch vorher auch schon mal. Jetzt war sie zwischendurch ganz kurz jemand anders, aber sie hat sich wieder zurückentwickelt. Aspasia von Assur, unser angeheiratetes Familienmitglied, ist konvertiert und hat das Judentum angenommen. Das ist doch nicht schlecht, das ist unsere Staatsreligion. Da darf gerne jemand rankommen. So, und jetzt stehen hier 3 Reiter. Was haben wir jetzt verloren? Wir haben einen Schwertkämpfer verloren. Wunderbar. Also wunderbar im Sinne von, das hält sich an Grenzen. So, in einem Jahr ist auch die Ballistik fertig. In einem Jahr ist die Eroberung in Gabae fertig und in einem Jahr ist auch die Eroberung Carmagna fertig. Da haben wir 2 neue Städte und wir haben dann eigentlich auch gewonnen, denn an diesem Punkt sollten wir die jüdische Kathedrale fertig gebaut haben. So, jetzt ist die Frage, ich möchte eigentlich in dieser Runde, guck mal, wir können sogar noch ein christliches Kloster bauen. Oder ist das der, den ich da gerade angemacht habe? Achso, nee, das ist er hier, warum auch immer der angewählt ist. Wir machen trotzdem weiter. Um ehrlich zu sein, ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt, wenn das hier durch ist, ob das Spiel dann einfach aufhört und wir gewonnen haben, dann wäre das quasi ja jetzt schon die letzte Folge. Ich möchte aber auf jeden Fall noch eine Folge machen, auch um einfach auch nochmal zurückzublicken auf alles, was uns hier so begegnet ist. Das war nämlich eine ganze Menge. Insofern, ich spiele erstmal ganz normal weiter. Und dann schauen wir mal, was passiert und ob wir jetzt noch zum Ende dieses Jahres kommen. Das Ding muss sich das abprotzen. Nein, das ist eine Balliste, die geht auch so. Wir haben einen Kataphrakt noch hier. Wir sollten auch noch einen bauen, oder haben wir den schon? Wir haben eine Balliste hier in Arbeit. Wir haben hier unten noch einen. Und da oben natürlich auch noch einen. Okay.
Dann fangen wir an mit... Also gut, wir können auch weiter auf die Stadt einhauen. Die ist auch schon ziemlich kaputt, aber ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen dafür sorgen. Ja, das ist nicht so viel. Wir können mit den Bogenschützen, glaube ich, relativ safe mal anfangen, in die Nähe zu gehen. Und vor allen Dingen jetzt erstmal die beiden, die drumherum sind, wegzuhauen. Ganz nah ran muss ich, glaube ich, nicht. Das wird dann der machen, der relativ gut gegen das Pferd da oben, aber sehr schlecht gegen die da unten kommt. Im Gegensatz zu unseren Leuten hier, die zeige ich mir, der gegen die wiederum sehr gut ist, gegen die Bogenschützen hier, aber nicht so sehr gegen die. Also gut, das heißt, hier sind wir beide gleich gut. Also hier ist schon mal klar, das wird gegen die laufen. Dann können wir vielleicht sogar die ja schon umbringen, wenn wir ganz nah rangehen. Warum sollten wir das nicht tun? Jetzt ist Erikso wieder die Tapfere geworden. So, ja, jetzt können wir nochmal gucken, ob wir hinten die Bogenschützen... Der kommt gar nicht so weit. Dann macht der doch mal hier. Muss natürlich die Balliste muss natürlich später eigentlich auf die Stadt gehen, aber gut. Jetzt schauen wir mal, ob die hier schon durchreiten können. Jawohl. Dann haben wir natürlich, ja, wir können auch die Bogenschützen, die wieder einen Fanatiker hier drin haben. Wir bringen jetzt erstmal die um. So, dann können wir auch nochmal... Nee, Parser ist da oben, oder? Ja. So, dann schauen wir weiter, ob wir entweder weiter auf die Stadt draufhauen oder jetzt hier auf die Bogenschützen gehen. Wahrscheinlich kümmern wir uns um die auch noch. Die kommen jetzt nicht so weit. Ich ziehe sie schon mal weiter ran. Ja, erstaunlich schwach hier. Wir sollten uns auch noch um die Pferde kümmern. Das bringt allerdings gerade gar nichts. Da auf Parser drauf, ein Punkt. Wir haben hier aber auch nirgendwo irgendwie eine Verteidigung. Auch ein bisschen doof. Machen wir das erstmal. Da hinten sind natürlich noch Pferde. Ich hoffe, die überleben das noch einmal. Zweimal geht's nicht. Wir haben noch 6 Punkte übrig. Ach, jetzt habe ich mich dahingestellt, ich Idiot. Kriegen wir das 2,5? Kriegen wir die weg? 2 nur. Der hat sich schon bewegt und der kommt jetzt auch nicht näher ran. Da kommen wir hin. 2,5. Sehr gut. Machen wir das. Und dann solltest du den Rest erledigen können, wenn... Ah, nee, doch nicht. Ach doch, das ist wieder der Fanatiker. Ja, ja. Dann müssten wir jetzt den doch auch noch mit ranziehen und mit dem einmal marschieren. Das kriegen wir aber hin. Dann gehen wir dahin. Eilmarsch einmal runter. Dann bringen wir ihn so weit um, dass er nur noch einen halben hat. Und dann kriegen wir ihn auch tot. Auch wenn wir jetzt hier relativ ungesichert stehen. So, damit ist der Fanatiker auch hinüber. Jetzt haben wir allerdings die Stadt, der Stadt erlaubt, kurzfristig sich wieder zu erholen. Wir haben auch noch ein paar Pferde hier unten, die ziehen wir mal hinterher. Und noch ein paar Schwertkämpfer, die ziehen wir auch hinterher. Und ein Onager, auch den ziehen wir hinterher. Und ansonsten kann ja mal eine Truppe hier in Pella bleiben. Da freuen sich die Leute auch drüber. So, hier haben wir noch einen Armbrustschützen. Brauche ich jetzt gerade gar nicht. Hier oben können wir nochmal gucken. Also wir sollten das Ding auf jeden Fall umbringen. Den Onager. Hier sind natürlich jetzt wirklich 3 Reiter. Ich glaube, die würden den Reiter schon weghauen, wenn die wollen. Also wir können uns jetzt hier durch die Baumeister metzeln, aber ich weiß nicht. Ich finde es komisch. Ich stelle mal unseren Schwert
Kämpfer vor unsere Reiter. Und dann gucken wir mal, ob sie da jetzt von allen Seiten angreifen können oder nicht. Ihr bleibt da oben. Alles wunderbar. So, dann könnten wir noch ein bisschen was bauen mit unseren Baumeistern. Es gibt noch eine Stadt, nämlich Mardaman. Da ist das Archiv fertiggestellt. Ein Philosophenlehrling finde ich schön. 3 bis 4 Jahre lang. Viehzüchter, Schatzkammern, Foren. Wir wollten Feste feiern. Eigentlich wollten wir Feste feiern. Das machen wir hier jetzt auf jeden Fall. Wir sind auf Stufe 5 und auf 10,2 der Stufe 5 mit einem wundervollen Fest kommen wir wieder auf Stufe 4 runter. Und das, finde ich, ist es wert. Und irgendwo müssen wir anfangen zu feiern. Warum nicht in Mardaman, wo wir ebenfalls noch eine christliche Kathedrale in einem Jahr fertigstellen werden. Und hier unten noch eine jüdische in einem Jahr. Wir sind also mehr als durch mit dem Ambitionssieg. So, und liebe Leute, ich mache jetzt was Doofes, beziehungsweise wir haben die halbe Stunde rum. Ich habe noch 17 Punkte. Bevor ich dieses Jahr jetzt beende, würde ich sagen, wir gehen noch eine Folge weiter. Auch wenn es jetzt, glaube ich, gerade eine runde Zahl ist, ne? Aber egal, vielleicht wird dann die nächste Folge die Rückblicksfolge. Oder wir spielen aber noch ein bisschen. Ich muss mal gucken, wie das dann ist, wenn man in Anführungsstrichen gewonnen hat. Weil ein bisschen diesen persischen Kampf noch genießen, dass wir jetzt die persische Hauptstadt auf jeden Fall noch einnehmen wollen, das möchte ich eigentlich schon noch machen. Und dann schauen wir zurück auf eine lange, wundervolle Zeit mit Griechenland. Und ich habe neulich mal in eine alte Folge nochmal reingeguckt, was wir am Anfang für Probleme hatten. Wir haben ja auch auf einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall gespielt. Und was mit den Assyrern und so weiter, da sah es ja oft wirklich schlimm aus. Wir mussten wahnsinnig viel Geld bezahlen, damit wir hier nicht sofort niedergemacht werden. Aber wir haben es geschafft. Zumindest glaube ich das. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.